Gerichtsvollzieher. Kennen Sie denn Ihre Gerichtsvollzieherordnung? Die ist seit 2013 abgeschafft. Die hat ja gar keinen Beamter. Die haben wir doch schon. Die arbeiten hier kriminell. Und wir prüfen jetzt, was da dran ist und ob das stimmt, was in diesem Video behauptet wird. Bis 31.07.2012 besagte § 1 GVO, dass der Gerichtsvollzieher Beamter ist. Danach war § 1 GVO bis 31.12.2012 aufgehoben. Nun regelt § 1 GVO die Dienstaufsicht des Gerichtsvollziehers. Die Gerichtsvollzieherordnung ist aber nur Landesrecht. Wie jeder weiß, steht Bundesrecht über dem Landesrecht. Deswegen schauen wir mal das Bundesrecht. § 154 GVG besagt, die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Beamten, in Klammern Gerichtsvollzieher. Also, Gerichtsvollzieher sind Beamte, die mit Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen betraut sind. Die Aussage im Video ist falsch. Die nächste Frage, die sich stellt, kann der Gerichtsvollzieher das auch beweisen? Das kann er. § 5 GVO schreibt vor, dass er einen Dienstausweis haben muss und wann er diesen vorzuzeigen hat. Hier ist mal ein Muster, wie das dann aussieht. Hier steht dann auch drin, dass derjenige, der diesen Ausweis hat, Gerichtsvollzieher ist. Wie wir bereits vorhin festgestellt haben, sind Gerichtsvollzieher Beamte. Das hatte ich auch in einem Kommentar unter dem Video so geschrieben. Nun wurden aber die Kommentare deaktiviert. Warum? Hat jemand Angst vor der Wahrheit? Auf meinen Kommentar zum Video hat die Person, die den YouTube-Channel Startuhr betreibt, das hier geantwortet. Ich will jetzt noch Folgendes anmerken. Ein Beamter ist und bleibt ein Beamter, egal ob du das jetzt mit Anführungszeichen schreibst oder nicht. Namens Gerichtsvollzieher. Ja, das ist halt ein Gerichtsvollzieher. Schau ins Gesetz. Wie du daraus kommst, dass der Dienstausweis von einer Firma ist, weiß ich nicht. Der Dienstausweis kommt vom Staat und der Staat ist der Staat. So etwas wie einen Amtsausweis gibt es auch gar nicht. Wo sollte das denn im Gesetz stehen? Nun, falls du, die Person, die den Channel Startuhr betreibt, dieses Video siehst, wünsche ich dir, dass du die Augen öffnest, die Wahrheit erblickst und aufhörst, ein Schlafschaf zu sein.